Ein herzliches Willkommen zurück bei Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, also auf sehr schwer. Mit mir, Fanur, Gameplays als Hobby und ja, wir sind in einem Herausforderungsgrab. Ich habe meine Stoppuhr endlich wieder angemacht, also ich achte jetzt nicht mehr auf die Zeit unten rechts. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Also hier geht's weiter rein. Shit, ich habe hinter mir ein Dingsgrab, ein Dings da vergessen. Ist da jemand? Tschüss, ich gehe wieder. Ich muss ja jetzt mit Karte arbeiten, ansonsten finde ich die Sachen nicht. Irgendwo hinter mir. Immerhin auch hinter mir? Hä? Wie soll ich das verstehen? Oder da oben? Tatsächlich, da oben. Okay, ich nehme an, da kommen wir noch hoch. Weil, da, von hier komme ich da ja gar nicht hin. Gut, dann gehen wir doch hier rein. Das Haar sieht so seidig, sanft und glänzend aus. Und grau. Diese Lichtverhältnisse manchmal. Okay. Erinnert mich so ein bisschen an Dings, na, wie heißt es? Name weg vom Spiel. Boah, ich habe das doch auch schon gespielt. Wenn es mir wieder einfällt, sage ich es euch. Ein Müllhammer. Pilze. Da geht's wahrscheinlich hoch. Oh, Käfer. Oder Spinne, eins von beiden. Von hier aus kann ich nichts machen. Da oben gibt es auch nichts. Gibt's hier noch was? Nö. Oh, ein riesen Steingesicht. Ein unglaublicher Anblick. Hat schon was, auf jeden Fall. Da wollen wir mal. Da müssen wir wahrscheinlich hin zu diesem Gesicht. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So hoch geht's nämlich mal an nicht, oder? Nee. Gibt's da was? Oder ist es der Rückweg? Da ist nämlich auch ein Weg. Ich glaube, das ist der Rückweg. Okay, da geht's wohl weiter.
Ich will doch überall gucken. Ha, Gold. Wer sagt's denn? Das haben die Leute aus den 20er wohl nicht gefunden. Aber dafür ich. Und hier ist der Weg voll. Zu. Okay, wir müssen also doch dort oben lang. Aber jetzt habe ich immerhin das Gold gefunden gehabt. Drücken Sie E im Sprung, um mit der Haken als über Klüfte zu schwingen. Okay, na gut. Junge, Junge, gefährliche Aktion hier. So, da geht's weiter, aber wir haben hier einen Käfer. Da, eine Spinne. Öl. Okay, so sehen die Öldinger aus. Schwarzpulver. Benutzen Sie Schwarzpulver, um improvisierte Sprengladung herzustellen. Okay. Improvisierte Sprengladung. Eine Rolle. Um was geht's da? Tagebuch eines Forschers. Ich hasse diesen Ort. Diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Tja, aus dem verfluchten Tag wird schnell ein Sterbenstag, wie es aussieht. Alle sind sie tot. Hupala. Und hier ist mein Überlebensversteck. Im Berg, nicht obendrauf. So, sonst sieht man hier, glaube ich, nichts, oder? Nee, ich glaube, das war's. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Da hat sich gerade was bewegt. Wo hat sich was bewegt? Er findet nicht Sachen. Okay, da kann man nicht hin. Da müssen wir hin. Okay, da haben wir so ein Ding. Hier bewegt sich doch auch was, ne? Ich höre da zumindest irgendwas. Was ist das? Ich hoffe nur, es lässt mich hier ruhen. Oder gehört es zur Hintergrundmusik? Sie müssen diesen Ort während der Bauarbeiten verlassen haben. Naja, als verlassen sieht mir das nicht aus. Eher wurden sie alle umgebracht, so sieht es eher für mich aus. Boah, was eine riesen Kugel. So, haben wir alles? Denke. Dass der Kran auch funktioniert. Hm.
Bloß nicht zu tief fliegen. Fuck you. Doch. Oh, hör auf so zu schaukeln, ey. War knapp. Was ist schaukelt. Da müssen wir hin. Irgendwas oder irgendjemand läuft hier rum, ich hör's doch. Kakao, Frucht und Samen der Kakao verbessert die Ausdauer. Oh cool. Was für eine Ausdauer? Was können wir denn mit Ausdauer machen? Ausdauerpflanzen sind meist orangefarben und können in einer Kräutermischung benutzt werden, um für begrenzte Ausdauer zu aktivieren. Was macht die Ausdauer? Halten die dadurch mehr aus, oder? Oh, noch mehr Schwarzpulver. Entschuldigung. So, ich habe hier nichts mehr zu finden, wie es aussieht. Außer Käfer. Oh. Am Wandgemälde. So ein Mist, da fehlt mir doch bestimmt sowas wie eine Karte. Ein Darstellung des Tors nach Xibal. Hier unter dem wachsamen Auge eines der Fürsten des Todes liegt das Tor nach Xibalba, das alle Reisenden auf dem Weg von diesem in das nächste Leben durchschreiten müssen. Okay. Haben wir jetzt irgendwo eine Karte übersehen oder so, dass wir das jetzt nicht sehen konnten? Forschertasche haben wir, aber keine Karte. Soweit ich weiß, müssen wir darüber hüpfen. Fällt ihn ein? Wer ist da oben? Ja, verdammt nochmal, wer ist denn da? Hier klettern Menschen. Können doch nicht einfach Sachen runterschmeißen. So, was habt ihr nun davon? Jetzt plündert euch den Tempel aus hier. So. Unsagbare Reichtümer. Sehr schön. Das hier ist ein Tor. Wieso können wir da nicht rein? Dankeschön. Blut als Zunge oder was? Wow, Wahnsinn, okay. In den Rinnen läuft's runter und wahrscheinlich hier rein. Und dann läuft's da durch. Nicht schlecht. Schon durchdacht. Jetzt muss
dich hier raus. Sitz des Adlers verbessert die Kletterfähigkeiten, wodurch sie sich beim Klettern schneller bewegen können. Juhu! Grab abgeschlossen. Sehr schön, wir können weiter. Und jetzt sterben wir. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich will es jetzt nicht beschwören. Es geht nämlich doch verdammt tief runter. Meine Güte. So, und ein Stück Uncharted. Woo. Oh ne, hier noch nicht. Hier drüben geht's los mit Uncharted gleich. Nämlich jetzt. Juhu. Die wollte doch klapp daneben springen, ey. Die ist lebensmüde, die Frau. Weil hätte ich alles nochmal machen müssen. Ein weiter Weg. Und ein tiefer Weg. Ein weiter tiefer Weg. Ich glaube, das ist nochmal so eine Art Rutsche hier. Ach ja, hier sind wir. Na denn, dann können wir ja wieder raus. Somit haben wir unser erstes Herausforderungsgrab gemeistert. Sehr schön. Oberschenkel. Die hat's auch nicht leicht. Gefunden? Noch so ein Maya-Altar und... Und was? Ein altes Lager. Verfallen. Wir sollten weitergehen. Ja. Erstmal speichern wir. Wir haben es geschafft. Wie viele Fertigkeitspunkte haben wir? 2. Können wir damit irgendwas Schönes machen? Irgendwas. Ach so, diese. Das hier wäre natürlich nicht schlecht, ne? Dieser Ausweichkonter. Brauche ich aber erstmal das hier und dann nochmal ein... Fähigkeitspunkt mehr. Ja, ich glaube, das mache ich dann auch erstmal. Was ist das denn? Sammler, mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Blende und betäuben sie ungepanzerte Gegner für einige Sekunden. Gut, wir machen jetzt erstmal das hier. Dann kann mir auch zumindest nicht viel passieren, wenn ich irgendwo runterfall. Hm. Natürlich auch nicht verkehrt. Aber das hier ist auf jeden Fall wichtig. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr ausrichten. Hin und wieder. So, hier ist nichts Neues. Sonst wäre da ein Ausrufezeichen gewesen. Okay, wir sind bei 19 Minuten. Das heißt also, ich höre jetzt hier schon wieder auf. So, jetzt habe ich nämlich die Zeit wieder im Blick. Boah. Alles klar, also. Ja, wir haben ein Herausforderungsgrab geschafft. Wunderbar. Das freut mich natürlich sehr. Wir sind eigentlich nur einmal gestorben, weil sie irgendwie... Zweimal sind wir gestorben. Weil es nach dem Hochkletter an ihren Seil irgendwie sich dann vor oben nicht festgehalten hat, sondern losgelassen hat stattdessen. Irgendwie runtergestürzt sind. Habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, aber gut, okay. Sicherheitshalber immer E drücken. Egal, ob wir irgendwo hinspringen, an irgendeine Kante oder irgendwo hochklettern und oben ans Ende kommen wir zum Klettern. Immer E drücken. Und ja. Mehr ist eigentlich noch nicht passiert. Und irgendwelche Viecher leben anscheinend dort in diese Ruinen, die uns irgendwie töten wollen. Keine Ahnung. Ich habe bis jetzt ja noch keins gesehen. Okay,
das war Shadow of the Tomb Raider mit von Nöhr Gameplays als Hobby und das Ganze auf tödliche Obsession, auf sehr schwer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo geben, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Auf Kommentare würde ich mich auch sehr freuen, solange sie positiv sind. Negativ ist auch in Ordnung. Ich meine, man muss ja auch Kritik hören können und vielleicht kann ich mich dadurch auch verbessern, wer weiß. Auf jeden Fall, macht euch irgendwie bemerkbar. Und das sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denn. Tschüss.